Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In Pokémon Legenden Arceus gilt es für die Nebenmission 22, Geisterlichter im Dunkel der Nacht, 107 Geisterlichter einzusammeln. 20 davon befinden sich im Kraterberg Hochland. Um alle Geisterlichter einsammeln zu können, braucht ihr zwingend alle Reit-Pokémon. Außerdem empfehle ich euch, sie bei Nacht zu suchen, da seht ihr sie schon von Weitem. Das erste Geisterlicht versteckt sich im Bereich Geröllberge in einer Senke. In der Nähe ist der Spawnpunkt eines Elite-Geowatts. Im Steinplattenpass versteckt sich ein Geisterlicht auf einem Plateau auf der linken Seite des Weges zwischen einigen Grabsteinen. Auf dem nordöstlichen Hang am Mondgrußkampffeld thront ein weiteres Geisterlicht. Auf dem Berg östlich der Gipfelbasis findet ihr Geisterlicht Nummer 4. In den westlichen Ausläufern der Elysien-Tempelruinen wartet ein Geisterlicht in einem Rondell auf euch. Geht von dort aus nach Süden über den Bergkamm und schnappt euch Geisterlicht Nummer 6.
Auf dem Platz der Huldigung gibt es 4 Erhebungen. Auf einer davon wartet das nächste Geisterlicht auf euch. Am westlichen Ufer des Sees im Westen findet ihr ein weiteres Geisterlicht. Im Süden der Geröllberge, an der Grenze zum Feenweiher, lugt zwischen einigen Bäumen auf dem Berg ein Geisterlicht hervor. Auf der anderen Seite des Flusses thront ein Geisterlicht über einem Abgrund. Am Südrand des Elysien-Bergpfads wartet Geisterlicht Nummer 11 hoch oben auf dem Gebirge auf euch.
Geht im uralten Steinbruch in den Tunnel und pflückt euch dort drin das Geisterlicht von einer der Säulen. Im Südosten des Wirrwaldes flackert ein Geisterlicht am Flussufer. Betretet die Höhle am Sakralplateau. Darin findet ihr einen See. Steigt hinein und folgt dem angrenzenden Fluss in einen weiteren Raum, wo ein weiteres Geisterlicht wartet. Der Höhleneingang, durch den ihr gerade getreten seid, befindet sich inmitten eines Wasserfalls. Am oberen Ende dieses Wasserfalls flackert ein Geisterlicht auf einem Plateau im Wasser. Auf dem Pilgerpfad gibt es einige Erhebungen. Auf einer davon wartet Geisterlicht Nummer 16 auf euch. Das nächste Geisterlicht thront ziemlich weit oben, etwas nördlich des letzten Fundortes und wartet auf euch.
Im Bereich der Kletterklippe gibt es einen kleinen Teich mit ein paar größeren Steinen. Darauf tummelt sich ein Geisterlicht. Im Norden der einsamen Quelle wartet das vorletzte Geisterlicht am Ende eines erhöhten Pfades. Im Norden des Sakralplateaus am Ostrand der Karte wartet das allerletzte Geisterlicht im Kraterberghochland am Ende eines steilen Anstiegs. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. In weiteren Videos werde ich mich um die anderen Gebiete mit Geisterlichtern kümmern und um diese nicht zu verpassen, empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal, ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.